Die Vorfreude auf die in einem Monat stattfindende Hallenhockey-WM in Berlin könnte nicht größer sein. Am Montag versammelten sich DHB-Präsident Wolfgang Hillmann, DHB-Sportdirektor Heino Knuf, Staatssekretär Christian Gäbler sowie Olympiasieger und Mannschaftskapitän Martin Hehner zur Auftakt-Pressekonferenz in der Max-Schmeling-Halle. Und die Bedeutung der Hallen-WM kann für Hockey-Deutschland nicht wichtiger sein. Also für den Deutschen Hockeybund, die gesamte deutsche Hockeyfamilie ist Hallenhockey etwas sehr Wichtiges. Es ist für uns eine große Ehre, die die FIH uns dazu teilwerden lässt. Auch mit einer Rekordkulisse in der Max-Schmeling-Halle darf gerechnet werden. Wir sind sehr erwartungsfroh, auch alleine wegen des hervorragend gelaufenen Vorverkaufs bisher. Also wir sind uns sicher, dass wir am Finalwochenende den Zuschauerweltrekord für Hallenhockey hier erreichen werden. Und auch die Tage vorher sehen sehr gut aus. Also Berlin und damit auch Hockey Deutschland wird ein hervorragender Gastgeber für diese Weltmeisterschaft sein. Für Berlins Staatssekretär Christian Gäbler steht jedoch auch die sportliche Entwicklung des Hockeysports durch die Hallen-WM im Vordergrund. Auf jeden Fall wird das dazu dienen, den Hockeysport auch wieder stärker ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken, auch ins Bewusstsein zu rücken. Und das ist ja bei solchen Spitzensportveranstaltungen auch immer so. Die geben ja auch Auftrieb für den Breitensport. Diejenigen, die schon Hockey treiben, können das halt vor Ort mal sehen, werden sozusagen motiviert. Gerade für die Nachwuchskräfte ist das dann auch ganz toll, auch mal die Großen des Sports zu sehen. Und für viele andere ist es ein Anlass zu überlegen, ach, Hockey ist doch eigentlich auch toll. Für die deutschen Hockeyspielerinnen und Spieler gibt es nur eine Marschroute bei der diesjährigen WM. Natürlich geht es um den Sieg für Damen wie Herren. Ja, als führende Hallenhockey-Nation haben wir den Anspruch, dass wir hier ganz weit vorne landen. Wir wollen eigentlich, wenn möglich, wieder die Doppelweltmeisterschaft feiern mit Damen und Herren. Aber es wird sicherlich kein Spaziergang, weil andere Nationen mittlerweile aufgeschlossen haben, auch sehr intensiv sich vorbereiten. Also insofern muss man abwarten, aber den Anspruch, hier im Finale zu stehen, die sind schon da. Und auch für den gebürtigen Berliner und Olympiasieger Martin Hehner besitzt die Hallenhockey-WM einen besonderen Reiz, denn für den Kapitän der deutschen Auswahl ist nicht nur die Heim-WM etwas ganz Großes, sondern auch für die Zuschauer bietet sich ein Spektakel des Hockeysports. Ja, ich glaube, so eine Hallenweltmeisterschaft in dieser Halle ist einfach ein Riesenspektakel. Es passiert viel mehr als auf dem Feld, es fallen mehr Tore, Moderatoren wie Matthias Killing sind hier, die für Stimmung sorgen werden. Es wirklich wird ein Riesenspektakel vor 8000 Zuschauern. Und ich glaube, jeder Sportler freut sich hier auf diese Veranstaltung und jeder Zuschauer, der kommt, wird ein schönes Event erleben, mit hoffentlich am Ende zwei deutschen Mannschaften, die ganz oben stehen. Man darf also gespannt sein, wie dieser Hallenhockey-WM verlaufen wird. Wer mit dabei sein will, sollte sich beeilen, denn es gibt nur noch wenige Tickets. Wer sich jedoch jetzt schon ein Ticket besorgt hat, der darf sich auf Spitzenhockey vom 7. bis zum 11. Februar freuen.